Peter Michol, es war dann doch unterm Strich ein verdienter Sieg für den LASK in Salzburg, oder? Ja, absolut. Die Mannschaft hat es top gemacht, über 90 Minuten. Dass Salzburg nicht ganz ohne Chance bleibt zu Hause, das ist, glaube ich, zu erwarten. Aber wir haben es im Großen und Ganzen überragend verteidigt und selbst nach vorne richtig viele Möglichkeiten erspielt. Und ja, so gesehen ist der Sieg fast noch zu niedrig ausgefallen. Hättest du es vor dem Spiel gedacht, dass man hier dann doch Salzburg über weite Strecken so dominiert? Natürlich. Ich sehe die Mannschaft jeden Tag im Training und ich habe die Mannschaft insbesondere diese Woche im Training gesehen. Jeder Spieler, der heute am Platz gestanden ist, die zwei, die gerade die Läufe noch machen, die 7 bis 8 Spieler, die zu Hause sind, jeder hat alles gegeben. Und ja, wie gesagt, der Sieg ist hochverdient und jetzt können wir mit einem positiven Gefühl in die nächsten Wochen gehen. Die werden genauso intensiv wie vor der Länderspielpause und wir werden wieder jeden brauchen und so gesehen ist es gut, dass man mit so einem Erfolgserlebnis reinstartet. Ja, Sascha Wawert verdient ein 1:0 Sieg gegen FC Red Bull Salzburg. Was ist das für ein Gefühl jetzt? Ja, richtig geil. Ich glaube, man hat auch die Fans im Rücken. Also war überragend. Wie wir von der ersten Minute bis zur letzten Minute gekämpft haben, gemeinsam uns gute Chancen erspielt haben, im Zweikampf heute richtig gut waren, war heute einfach richtig geil. Gerade zum Schluss dann, der Cheftrainer nochmal 2 Offensive reingebracht. War das, glaube ich, ein Zeichen an die Mannschaft und an den Gegner? Ja, sicher. Es ist auch unser Spiel, dass wir vorne hoch attackieren. Das ist ja, wir haben uns jetzt verändert im Sommer, wir wollen vorne attackieren. Da muss man dann auch dann vorne wechseln, das hat er heute gut gemacht. Wir brauchen vorne die Energie, dass wir es hinten dann leichter haben. Und ich glaube, es sollte auch die, was reinkommen sind, jeder hat sich reingehört, jeder ist gelaufen bis zum Schluss. Haben noch am Schluss 2 Chancen gehabt, 2 riesige Chancen eigentlich. Also ich bin heute sehr zufrieden mit der Mannschaft.